euch. Ja, Happy Anniversary to us. Heute haben Schatzi und ich Hochzeitstag und ja, jetzt wird sich der ein oder andere denken, wir machen es uns gemütlich bei einem leckeren Frühstück oder ja, einfach etwas Chilliges und Ruhiges. Nein, wir sind runtergefahren nach North Shore und wir werden jetzt auf einen Hike gehen. Ja, also Schatzi war hier schon mal und ich filme jetzt auch im Auto, weil es draußen sehr windig ist. Wir sind nämlich genau am Wasser. Das werde ich euch natürlich auch gleich zeigen. Entschuldigt bitte wieder hier meine Unfreundlichkeit und Sonnenbrille. Aber wir haben jetzt gerade mal 10 nach 8. Die Sonne ist da. Es ist auch schon sehr heiß. Wir haben schon 80 Degrees. Und ich kann euch mal kurz Schatzi zeigen. Der steht schon hier, ist ready to go. Und ja, hier seht ihr jetzt das Wasser. Also hier haben wir geparkt. Und wir sind wirklich direkt am Meer. Es ist wunderschön. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was da für ein Hike auf mich zukommt. Ob das extrem hoch ist, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Denn mein Mann weiß ja, ich habe Höhenangst. Und ja, aber wir haben gedacht, wir kombinieren das Ganze heute ein bisschen Fitness und Erkundung der Insel. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch oder dass wir euch heute mitnehmen. Und ja, heute Abend gibt es eine kleine Planänderung, denn wir wollten eigentlich nach Waikiki, wollten zu Ruth Chris ins Steakhouse. Aber ja, da wir jetzt für diesen Monat doch noch ein, zwei andere Dinge geplant haben und es dann doch sehr teuer gewesen wäre, haben wir gesagt, wir kommen heute Abend zurück nach North Shore und gehen da zu einem unserer Lieblingsrestaurants und zwar zu Opos. Kann man auch super lecker essen und es ist relativ günstig, ja, also für die Insel relativ günstig. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir los, Schätzeleins. Ich zeige euch jetzt noch kurz das Wasser und dann geht die Mutti laufen. Ja, da wird die ein oder andere jetzt lachen. Ich hätte es mir vor ein paar Wochen auch noch nicht vorstellen können. Aber ich zeige euch mal, wo es heute hingeht. Bis später! Mudding? Yeah. What is mudding? You see all the jeeps that are always dirty and shit? Yeah. Come on this side so you can see the sun. Drive past, go through the mud, see how muddy it is? Oh shit. No dogs allowed. Right? Ja. Ja, wenn man davon gestorben
So, meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile 12 Uhr. Wir sind wieder zu Hause und ja, ich bin jetzt gerade eben noch mit Maximus eine Runde gelaufen. Und ja, was soll ich euch sagen? Also ich habe jetzt vorhin erstmal eine Weile nicht mehr gefilmt, weil ich einen kurzen Moment brauchte, um mich zu beruhigen, um wieder runterzukommen. Da es mich dann auf dem Rückweg von unserem Hike doch noch richtig auf den Arsch gelegt hat, auf Deutsch gesagt. Und ja, ich mir doch relativ wehgetan habe und ich am Heulen und am Fluchen war. Und ich glaube, das müssen wir nicht auf Kamera festhalten. Und ja, mittlerweile geht es mir ganz gut. Mein Bein hat ein bisschen was abbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, ich zeige euch jetzt mal, Moment, meine Flosse. Hier, ja, also da ist eine riesen Beule. Für das, dass es jetzt noch nicht lange her ist, ist es gut angeschwollen. Es tut echt scheiße weh. Und ich habe jetzt gerade mal so drüber nachgedacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr an meinem Hochzeitstag bin ich hier über den Tisch geflogen und hatte dann das Problem, dass ich ein bestimmtes Kleid, das ich eigentlich anziehen wollte, nicht anziehen konnte, weil ich blaue Beine hatte. Ja, also da bin ich jetzt gerade eben mal so drauf gekommen. Und auch dieses Jahr sieht es so aus, als ob ich hier mit verbollerten Beinen in der Gegend rumlaufen werde, aber okay. Also insgesamt muss ich sagen, der Hike war sehr schön. Ja, ihr habt es ja gesehen, es war direkt am Wasser und es war wirklich wunderschön. Auf dem Rückweg hatten wir dann sehr starken Gegenwind, also da war es dann doch noch mal ein bisschen anstrengender, wie runterzulaufen. Und insgesamt waren wir eine Stunde und 25 Minuten unterwegs. Wir sind 5,8 Kilometer sind wir gelaufen und wir haben 748 Kalorien haben wir verbrannt. Ja, also für die Mutti, ja, diese Information natürlich ganz wichtig. Und ja, ich habe dann auch drei Kreuze gemacht, wie wir endlich wieder am Auto waren, weil mein Knie hat dann doch sehr weh getan. Ich merke es auch jetzt, also naja, gut. Ist ja jetzt nicht so, dass ich ins Krankenhaus muss, ne? Und natürlich musste mal wieder was passieren, so kenne ich mich ja. Ich bin einfach Schussel hoch 10. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch sehr schön. So, nachdem ja dann wir, nachdem wir unseren Hike dann rum hatten, hatte Schatzi natürlich Hunger. Und da wir hier eine Ananasplantage haben und wir gehört haben, dass wir da oder dass man da super frühstücken gehen kann, sind wir dann da noch kurz hin. Da kann ich euch jetzt dann auch ein paar Frequenzen kann ich euch einblenden. Da haben wir einen super leckeren Frühstücksburrito gegessen mit Eier, Speck und Kartoffelrösti in einem Spinatburrito. War wirklich sehr lecker. Ich habe nur die eine Hälfte habe ich gegessen. Braucht nicht meinen, dass ich hier fast 700 Kalorien verbrenne und mir dann innerhalb von 3 Minuten 800 Kalorien wieder auf den Hintern fresse. Nein, bestimmt nicht. Ich habe also nur so ein kleines gegessen und war wirklich super lecker. Schatzi hat sich dann auch noch ein Ananas-Eis gekauft. Da habe ich dann mal probiert, das war jetzt aber nicht so meins. Ich mag Ananas sehr gerne, aber der Geschmack war doch extrem. Also, nee, war nicht so meins. Schatzi war es auch nicht, von daher, er hat es nicht ganz aufgegessen. Und ja, dann sind wir nach Hause gekommen. Dann bin ich jetzt erst noch eine Runde mit Maximus gelaufen, also auch nochmal 2,2 Kilometer. Das weiß ich, weil ich habe eine App bei mir auf dem Handy, die lasse ich immer mitlaufen, wenn ich hier meine Runde laufe mit Maximus. Und ja, das sagt euch dann, wie lange ihr gelaufen seid und wie viel Kalorien ihr verbrannt habt und Distance, also auch Kilometer. Runtastic heißt diese App, finde ich wirklich sehr, sehr gut.
Und ja, jetzt bin ich gerade eben nach Hause gekommen, habe jetzt noch die Spülmaschine ausgeräumt, habe jetzt eine Ladung Wäsche reingeschmissen. Mein Mann ist jetzt oben, der ist jetzt, glaube ich, duschen. Und ja, jetzt werde ich mal schauen, was Sache ist. Ich weiß, ganz, ganz viele warten darauf, auf die wichtige Info. Passt das Kleid? Schätzeleins, ich kann es euch immer noch nicht sagen. Ich habe es immer noch nicht getestet. Ich drücke mich da so ein bisschen vor, weil ich da echt Schiss habe, dass meine Arbeit jetzt umsonst war für die letzten paar Wochen. Wobei umsonst, das stimmt nicht. Also mir geht's körperlich geht's mir sehr gut. Ja, bis jetzt hier die kleine Ausnahme. Ne? Ich habe mir hier das Knie aufgeschlagen und habe hier 80 Liter Blut verloren. Aber ansonsten geht's mir echt ganz gut. Aber ich glaube, jetzt ist dann doch der Zeitpunkt gekommen. Jetzt müsste ich mal schauen gehen, ob ich in das gute Stück auch reinpasse. Und ja, für heute Mittag ist jetzt gar nicht viel geplant. Es ist sehr, 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 sehr heiß. Also wir haben, wie gesagt, jetzt knapp 12 oder kurz nach 12. Und wir haben 33 Grad. Es ist extrem. Und ja, deswegen, also für heute Mittag ist jetzt nichts groß geplant. Ich denke, mein Mann wird noch ein bisschen lernen. Ich wollte noch ein bisschen was im Haus machen. Und ja, heute Mittag dann vielleicht noch ein bisschen auf der Couch zusammen chillen oder so. Und heute Abend gehen wir dann schön essen, runter wieder nach North Shore. Und da könnt ihr übrigens mal googeln. Also Opo heißt dieser Laden, das blende ich euch hier mal ein. Der war schon mal im Fernsehen. Ja, weil der so berühmt ist für sein kleines Restaurant, das müsst ihr euch so vorstellen. Von außen ist es wirklich total unscheinbar. Also ich glaube, wenn ihr das Restaurant sehen würdet, ihr würdet nicht reingehen. So ging es uns auch. Und da wir dieses Restaurant dann einfach im Fernsehen gesehen haben, sind wir mal runtergefahren. Und ich kann euch sagen, der Laden ist der Knaller oder der Typ ist der Knaller. Also ihr kommt rein, es gibt dann 7, 8 Tische, klein, sehr, sehr klein, sehr familiär. Und Opo, also der Inhaber heißt Opo, der ist der Wahnsinn. Der kann sich an jeden seiner Kunden erinnern. Er weiß ganz genau, was ihr das letzte Mal bestellt habt, was ihr gegessen habt, ob euch das geschmeckt hat oder nicht. Er lässt euch niemals von der Karte bestellen. Also wir waren jetzt, glaube ich, schon 7 oder 8 Mal da. Ich habe jedes Mal eine Karte bekommen und jedes Mal hat er mir die Karte aus der Hand gerissen, hat mich gefragt, auf was ich Lust habe. Ja, und dann sagt man ihm, ja, heute hätte ich Lust auf Hähnchen oder ich mag zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel keine Shrimp oder kein Fisch esst, dann sagt ihr ihm das einfach und dann stellt er für euch individuell ein Gericht zusammen. Ja, also der Mann, der ist echt der Knaller. Ich hoffe, dass ich filmen darf. Ich werde ihn fragen, weil das müsst ihr gesehen haben. Es ist alles frisch gemacht, homemade food, Thai food und super lecker und für die Verhältnisse, für die Hawaii-Verhältnisse und die Tatsache, dass er ja doch schon sehr bekannt ist auf der Insel, sind die Preise wirklich sehr human. Also mit Getränken und Nachspeise und mit allem drum und dran und Trinkgeld wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, also Trinkgeld ist ja bei uns nie mit eingerechnet, dann kommen ja immer noch 15% dazu. Denke ich, dass wir da heute Abend dann mit $70 rausgehen und das ist natürlich ein Unterschied zu dem Steakhouse, zu dem wir eigentlich gehen wollten, denn da sind die Preise doch schon sehr gehoben und das wären wahrscheinlich Minimum $150 gewesen und da wir einfach in dem Monat ja, noch ein paar andere Prioritäten haben, haben wir gesagt, gehen wir zu Opus, da freuen wir uns jetzt auch schon drauf, ich ganz besonders und genau. Das jetzt mal so weit, mehr gibt es jetzt von mir gar nicht oder von uns gar nicht. Es war bis jetzt ein sehr abenteuerlicher Morgen. Heißt es so? Abendgeteuerliches? Nee, adventurous morning. Yes, you know what I mean. Und genau, ich werde jetzt hier erstmal ein Fläschchen Wasser werde ich mir holen, ich habe jetzt Durst und vielleicht werde ich mich dann noch ein bisschen auf die Terrasse setzen, kann ja dann schon das Video bearbeiten, soweit und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal.
So, meine Lieben, ein ganz kurzes Update, bevor ich mich jetzt gleich dazu begeben werde, mein Gesicht zu malen. Also es ist ja jetzt echt mal wieder an der Zeit. Ihr seht mich ja seit Tagen nur noch ohne Augenbrauen, ohne alles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so laufe ich die letzten Tage eigentlich nur rum. Ja, also ich habe da gar nicht groß Bock, mir irgendwas ins Gesicht zu klatschen. So, Tatsache ist jetzt, ich war duschen, ja, und ich habe mich jetzt angezogen. Ich habe das Kleid an und das Kleid passt. Ja, also wie ihr seht, ich kann mich mit euch unterhalten. Ich laufe nicht blau an, ja. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Ich bin jetzt im Badezimmer von meinem Mann, weil wir hier jetzt das beste Licht haben und ja. Also, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich passe in das Kleid hinein. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich kann atmen, ich habe auch ein bisschen Platz hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, ja, also wie gesagt, die Arbeit hat sich gelohnt. So, nochmal ganz kurz. Ja, also ich war gerade eben echt den Tränen nahe, weil ich echt Schiss hatte, mich jetzt hier in das Kleid reinzwängen zu müssen. Und ich bin gerade stolz wie Oscar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man es mir ja manchmal schon lassen. Also wenn ich was wirklich will, bin ich ja schon eine Potsau. Ne? Und dann habe ich ja auch Disziplin ohne Ende. So Leute, und jetzt kommt der absolute Knaller. Ich glaube, ich ziehe mich um. Ja. Ich glaube, ich werde ein anderes Kleid anziehen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir jetzt heute Abend anstatt in das Steakhouse zu Opus gehen und da North Shore einfach eine, ja, Touristen-Area ist und die meisten da in Flipflops und in Shorts und wahrscheinlich noch gerade vom Strand und ja, so dahin gehen, habe ich jetzt gefühlt, dass Schatzi und ich da wahrscheinlich sehr overdressed sein werden. Und ja, deswegen bin ich hier jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich mich umziehen soll. Ja, also mein Mann, der wird eine weiße Shorts und so ein schickes Hemd wird er anhaben. Ja, jetzt wird sich die ein oder andere auch denken, Mutti hat einen absoluten Nationalschuss, oder? Jetzt habe ich hier so lange dran gearbeitet, dass ich hier heute tatsächlich in das Kleid reinpasse. Und ich finde es auch echt total schön, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich bin overdressed. Soll ich es euch nochmal zeigen? Ja. Also Schuhe trage ich Ballerinas. Ja, hier übrigens, ja, mein schöner blauer Fleck. Das sieht jetzt dann natürlich auch ganz bezaubernd aus. Ja. Das hier oben kann ich nicht aufmachen. Also man könnte ja jetzt natürlich noch ein bisschen Dekolleté zeigen. Aber das hier ist jetzt schon meine sportliche Variante, dieses Kleid zu tragen. So, und jetzt habe ich aber nur dieses Old Navy Shirt, was ich natürlich verstecken muss. Deswegen kann ich jetzt auch nicht Dekolleté oder irgendwas zeigen. Weil würde ich da jetzt ein anderes Shirt drunter anziehen, dann sähe es noch eleganter aus. Und so habe ich jetzt halt ein bisschen die sportliche Variante. Ich weiß es nicht, Schätzeleins. Ja, also ich könnte ja sagen, was meint ihr? Aber ihr antwortet mir ja nie. Ne? Also da müssen wir übrigens auch noch dran arbeiten. Ihr antwortet mir nie. Ja, aber ansonsten, ich würde jetzt sagen, ich male jetzt erstmal ein Gesicht. Ja, ich male jetzt erstmal ein Gesicht. Und dann schaue ich mal und dann kann es natürlich auch sein, dass ich mich jetzt noch fünfmal umziehe oder das jetzt einfach so lasse. Ich weiß es nicht. Ihr werdet das dann nachher sehen, wenn wir dann das Haus verlassen und wenn wir dann auf dem Weg zu Opus sind. Aber momentan freue ich mich jetzt einfach nur wie ein Schneekönig, dass sich die letzten 3 Wochen echt ausbezahlt haben. Weil ihr hättet das mal sehen sollen. Ja, ich hätte ja auch mal ein Bild machen können, ne? Wie ich das Kleid angezogen habe, also da ging der Reißverschluss wirklich nur bis hierher. Also hoch ging es gar nicht. Und dann die Area, also dieser Bereich war halt wirklich schon extrem eng und ich konnte nicht atmen. Und jetzt passte Mutti in ein Kleid Größe 36 ohne Stretchanteil. Oh, ich freue mich. So, meine Lieben, Gesicht ist gemalt,
ihr seid nicht auf dem falschen Kanal. Nein, ich bin immer noch die gleiche wie vorhin. Nur mal wieder seit langer, langer Zeit mit Augenbrauen und ein bisschen Foundation und einfach ein bisschen Gesicht gemalt. Da fühlt man sich natürlich gleich wohler. Ja, ich habe mich umgezogen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mich jetzt umgezogen habe, da ich ja jetzt anscheinend wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe viele Kilos verloren, aber man merkt einfach am Körper, da hat sich etwas getan. Und ja, jetzt habe ich hier ein Kleidungsstück nach dem anderen rausgeholt. Ein ganz großes Shoutout an die ganzen Männer da draußen jetzt mal. Wenn ihr so eine alte wie ich zu Hause habt, Respekt. Ja, also natürlich machen wir das ja auch für euch, ja, und dass wir hübsch aussehen und ja, aber ich weiß, es kann auch ganz schön auf die Nerven gehen. Also ich glaube, mein Schatzi ist gerade ein bisschen gereizt, weil er mich jetzt zum 5. Mal in einem anderen Outfit gesehen hat. Und ja, jetzt ist aber Tabula Rasa, jetzt ist Tuck, Gesicht ist gemalt, ich habe hier schon meinen Schmuck an und Parfum habe ich aufgelegt und die Haare und nee, jetzt ist gut, jetzt fällt mir hier gleich das Handtuch runter. Und ich habe mich jetzt für dieses Kleid entschieden, das ist jetzt was ganz anderes, ja, das hat hier so Fledermausärmel und ja, ist sehr, sehr luftig vom Stoff her. Das habe ich mir vor 2 Jahren in Griechenland gekauft und ja, hat hier dann unter der Brust so einen Gummizug. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Dann habe ich so ein neonfarbenes Tanktop unten drunter. Das bringt dann natürlich die Bräune noch ein bisschen raus. Die Schuhe sind immer noch gleich. Da habe ich jetzt immer noch meine Ballerinas an. Und ja, also das ist jetzt mal mein Outfit of the Day. Ich finde, dass das Kleid auch ein bisschen aufträgt, aber gut, das ist jetzt egal. Also das ist auch ein Kleid, was hier vorne kürzer ist wie an der Seite. Ich guck mal, ob ich es euch unten noch ein bisschen besser zeigen kann. So, jetzt gehen wir mal raus, weil wie gesagt, ich war im Badezimmer von meinem Mann. Und je nach Licht sieht man dann wieder extrem scheiße aus. Ja, und dann würde ich auch sagen, geht's jetzt los. Mein Mann ist schon angezogen, wie soll es auch anders sein. Wobei auch er braucht manchmal immer ein bisschen länger, ne? Aber gut. So, den kann ich euch auch zeigen. Babe, you ready? Ja. Okay, da haben wir Schatzi. Outfit of the day. Sehr schick. Hier haben wir unsere 2 Kleinen. Der Prinz und Fatboy, ja. Und Schatzi guckt hier gerade, you watching football, right? NFL Draft. The NFL Draft. Go Falcons. Whatever. Keine Ahnung, von was mein Mann redet. So, jetzt werde ich noch meine Handtasche packen. Aus irgendeinem Grund läuft mir hier mein Auge. Finde ich ja jetzt gar nicht so toll, ja. Und dann werden wir jetzt runter zu North Shore fahren und werden dort was essen gehen. Also mittlerweile haben wir 5.20 Uhr. Opals macht um 5:30 auf. Man kann leider keine Reservierung machen, sehr schade. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir einen Tisch bekommen werden. Und dann werden wir auf alle Fälle reinhauen. Also ich hatte heute Morgen diesen kleinen Burrito und das war nicht viel. Das war auch um, keine Ahnung, um 11, 11:30. Und seitdem habe ich jetzt nichts gegessen. Ich habe, glaube ich, 3, 3,5 Liter Wasser getrunken und bin deswegen andauernd auf der Pipi-Box. Ist jetzt vielleicht für die ein oder andere too much information, but I don't care. Und ja, deswegen, also ich habe Hunger, wir werden essen. Babe, you hungry? Starving. Ja, hat seit 3 Wochen bei mir nichts zu essen bekommen. I didn't feed you the last 3 weeks, that's why you're starving. Yep. Whatever. So, meine Lieben, also dann hole ich jetzt noch meine Tasche und dann geht es los. Can't even talk right. So, meine Lieben, hier könnt ihr jetzt vielleicht mal ganz kurz das Kleid sehen. Also hier vorne ist es jetzt ein bisschen kürzer wie an der Seite. Und wie gesagt, es ist sehr luftdurchlässig. Hier vorne gibt es dann noch so Gebämmel. Ja. Und Schmuck trage ich heute Rose Gold. Da ich finde, dass es momentan mit meiner Bräune sehr gut passt. Ja, die Ohrringe. Dann hier mein Guess-Armband. Schatzi hat mir meine Handtasche geklaut. Und so. Michael Kors Sonnenbrille. Ballerinas sind, glaube ich, von
keine Ahnung, irgendeinem Billigladen, haben mal 5 oder 10 Dollar gekostet, also nicht die Welt. So, und jetzt, au, heiß. Ah. Ledersitze und kurze Kleider gehen nicht zusammen, Schätzelein. Au, Hintern verbrannt. Naja, mehr wollten wir jetzt gar nicht. Is there anything you want to say? No, right? Hallo. That's all I need to say. Hi. Hallo, that's all he has to say. Okay, also. I gotta say that again because I just started recording. Okay. Yeah, they understand that. Seht ihr den kleinen Chinesen Mann da hinten, der da steht? Das ist Oppo. Ja, wir haben es gerade bestellt. Unser Wasser haben wir schon bekommen. Das kommt hier in so kleinen Schüsseln. Ist eiskalt. Das tut auch richtig gut. Und ja. Opus hat uns natürlich erkannt. Wir durften mal wieder nicht von der Menu, von der Karte bestellen. Did he take the card? Yeah, he took the menu. Und ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Huh, habe ich mir ein Ohrring rausgerissen, toll. Ja, auf jeden Fall lassen wir uns jetzt überraschen, denn ja, er hat uns nicht gesagt, was er uns zusammen brauen wird. Wir haben ihm gesagt, das ist heute unser Hochzeitstag. Und ich denke, dass da jetzt dann auch etwas ganz Spezielles kommen wird. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt mache ich hier erstmal wieder mein Ohrring rein, denn jetzt ist mein Outfit natürlich nicht komplett. Und wir warten aufs Essen. Leute, es riecht so gut. So gut. Also wenn ihr irgendwann mal in Hawaii seid, in North Shore, und wenn ihr thailändisches Essen mögt, dann müsst ihr hier auf alle Fälle mal herkommen. Ganz, ganz toll. Ganz große Empfehlung von uns. So, unsere Getränke sind da. Schatzi hat sich eine Limonade bestellt, Cranberry. Und ich habe Black Thai Iced Tea, glaube ich. Ja, bestelle ich immer. Sehr lecker. It smells like curry. Yeah. So like curry chicken. Ja, Chicken-Lines. Also hier ist jetzt unsere Vorspeise. Wir wissen nicht, was es ist, aber es riecht sehr stark nach Curry. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es Hähnchen ist. Sieht zumindest sehr, sehr lecker aus. So, Schätzleins, auch hier. Wir haben keine Ahnung, was wir gerade bekommen haben. Also hier irgendwas mit Shrimp und gebratenem Reis. Ich denke auch mal, das ist es. Und was das hier genau ist, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Es riecht aber super lecker. Und Schatzis Gesicht sagt alles. It's about to go down. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann sagen wir euch nachher, ob es gut war und vielleicht haben wir bis dahin auch rausbekommen, was es war. That's a bad position right there. Look at it. I got a double chin. See that? No, you don't. Yay. So, meine Lieben, ja, absolute schlechte Position. Ich habe jetzt hier ein ganz leichtes Doppelkinn. what time is it, babe? 21:27. Ja, also wir sind zu Hause, wir haben jetzt 9:30 und ja, leider konnten wir im Restaurant nicht ganz so viel filmen. Heute war nämlich extrem viel los. Wir sind jetzt hier auch noch eine ganz große Runde mit Maximus gelaufen. Wir haben lecker gegessen. Das Gute beim Thai-Food ist, dass man hinterher nicht so vollgefuttert ist, so ein Völlegefühl im Magen hat. The good thing about Thai food is that you don't feel full? Yeah, full. Yeah. Yeah. Did you like the food? It's the type of spices he uses is very, very not unique, but you know, Thai food is you have the spicy foods and then you have just the really good taste or the combinations of foods that really bring out the taste. So it was great. Yeah. Essen war wirklich super lecker, kann ich euch sagen. Also mittlerweile haben wir auch rausgefunden, was der zweite Teller war. Der linke Teller, das war gebratener Reis mit Shrimp. Und der zweite Teller war Glasnudeln mit
Krebsfleisch, also sehr lecker. Wartet mal, Schätzeleins, ich muss mich mal anders hinsetzen oder anders hinlegen. Ja, weil so geht es ja nicht, ne? Sonst hat die Mutti hier ein Doppelkinn. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann nach Oppels, sind wir dann noch genau gegenüber in ein mexikanisches Restaurant und haben uns dann noch einen Drink genehmigt. Und dann sind wir nach Hause. Ja, haben uns umgezogen. Also wie ihr seht, mittlerweile haben wir beide die, Moment, hier. Cool. I'm gonna show them that we got the chill clothes on. Oh. Ja. Mittlerweile habe ich hier auch mein Vogelnest und my birdie nest up there. Ja, und wie gesagt, wir waren jetzt noch eine große Runde mit Maximus laufen, noch ein bisschen zu verdauen und morgen früh natürlich ganz viele Sit-Ups und Push-Ups machen. Leider gab es heute keinen Cheesecake, also Opus ist auch für seinen leckeren Cheesecake bekannt. No Cheesecake, right, Jetsy? No. Naja, ist gut für die Hüfte. Und ja, jetzt, wie gesagt, haben wir 9:30. Ich werde jetzt gleich Gesicht abnehmen und dann werden wir hier noch ein bisschen auf der Couch chillen, werden eventuell noch einen Film gucken. What are we gonna do now, babe? Maybe watch a movie? Ja. Ja. Ja, also ganz so viel ist heute nicht mehr geplant. Ich bin auch schon seit heute Morgen 6 Uhr wach, von daher, ich bin relativ müde. Und ja, morgen geht es dann ganz normal weiter mit Trainieren und noch die letzten paar Tage von Schatzis Urlaub genießen. Für morgen ist jetzt aber noch gar nichts geplant. We got some plan for tomorrow? We're playing it by ear. Ja, also okay. Einkaufen. We gotta go shopping. Grocery shopping. Ja. Ja. Einkaufen müssen wir gehen und am Samstag gucken wir dann den großen Fight. Ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland davon gehört habt. Ja, Schatz, don't you hear me? I didn't hear you. Who's fighting? Floyd Mayweather and Manny Pacquiao. I have no idea. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall ist es ein ganz großer Fight und den werden wir hier zu Hause schauen. Da, der kostet $90, dass wir den hier bei uns auf dem Fernsehen auf dem Fernseher schauen können. Und ja, wir haben ein paar Soldaten von Schatzi eingeladen, werden dann hier auch lecker grillen und mal gucken, vielleicht nehme ich die Kamera mit. Versprechen tue ich aber nichts. Und ja, mehr gibt es von uns jetzt auch gar nicht. Wir wollten uns jetzt noch verabschieden und ja, ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten. Und anything you want to say, babe? Tschüss. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, nee, also mehr gibt's von uns wirklich nicht. Es war ein wunderschöner Tag. It was a beautiful day, right, babe? Mm-hmm. Ja. Yeah, it was actually. Ja. So, happy anniversary again. Happy anniversary, Schatten. Knutscher. Okay, meine Lieben, also dann, nö, mehr gibt's von mir jetzt gar nicht. Dann wünsche ich euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Tschüss.